Beim Führen des kleinen Kassenbuches für ältere Excel-Version V03.xls fällt Ihnen auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir gehen einmal davon aus, wir haben aus Versehen eine Zeile oder eine Spalte gelöscht, und wenn das eine wichtige Spalte ist, so wie hier die Spalte Art, dann würde Ihnen das sofort auffallen, wenn ich das jetzt hier einmal hier mit dem Mauszeiger zwischen der Spalte E und Spalte F einmal wandere, sodass aus dem Pfeil ein Doppelpfeil wird, und dann die linke Maustaste drücke, dann kann ich das hier einmal so zusammenschieben, dass mit einmal diese Zeile, diese Spalte E ganz fehlt. So, wenn das jetzt keine wichtige Spalte ist, so wie hier diese Spalte E, denn ich könnte ja jetzt hier keine Artnummer mehr eingeben und damit könnte ich hier das Kassenbuch eigentlich nicht mehr richtig führen. Aber diese Art hier, das kann natürlich einmal passieren, wenn Sie hier eben draufkommen, wenn ich das jetzt hier breiter ziehe. Deshalb würde ich hier auch nicht mehr an diese Spalte herankommen. Wie kann ich das machen? Ich markiere einmal die Spalte, die ich hier noch sehe. Das wäre also hier in diesem Falle einmal die Spalte D. Da zeige ich immer drauf mit dem Mauszeiger und klicke einmal die linke Maustaste. Und dann ziehe ich mit gedrückter linker Maustaste einmal rüber zu dem nächsten sichtbaren Spalte. Das wäre hier die Spalte F. Und wenn ich das habe, dann habe ich diese beiden Spalten D bis F markiert. Und wenn ich jetzt einmal die rechte Maustaste drücke, während ich hier weiter auf diesen markierten Spalten bleibe, dann kann ich einmal auswählen, ausblenden oder einblenden. Wenn ich jetzt auf Einblenden gehe, dann wird mir hier diese Spalte wieder eingeblendet. Was ich jetzt allerdings habe, ich habe hier nicht mehr die gleiche Breite hier, wie ich im Originalzustand habe. Dazu empfehle ich dann einmal, wenn so etwas passieren sollte, herunter zu wandern. Hier, ich habe die gleiche Datei noch einmal hier als Original hier. Die eine heißt ja hier Fehler 06 als Erkennungsmerkmal, dass ich hier die fehlerhafte Datei habe. Und hier habe ich die Originaldatei, kleines Kassenbuch für ältere Excel-Version V03. Und wenn ich jetzt einmal hier zu dem Arbeitsblatt Kassenbuch einmal wandere mit dem Mauszeiger und die linke Maustaste drücke, dann habe ich jetzt einmal hier zum Beispiel die Spalte D, E und F hier in der Originalspaltenbreite. Und darum geht es mir jetzt. Ich zeige einmal auf die Spalte D hier oben in der Originaldatei und klicke einmal die linke Maustaste. Damit habe ich jetzt die gesamte Spalte D markiert. Und wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, dann kann ich einmal auswählen Spaltenbreite. Da zeige ich drauf hier unten in diesem Kontextmenü und klicke die linke Maustaste. Jetzt steht hier ein Wert 32,33. Dieser Wert ist schon markiert und wenn ich jetzt hier drauf zeige auf diese markierte Spaltenbreite und die rechte Maustaste drücke, dann kann ich einmal auf Kopieren zeigen und die linke Maustaste drücken. Jetzt befindet sich dieser Wert 32,33 in dem Computer-Zwischenspeicher. Ich wandere runter in die Tastleiste zu meinem anderen Excel-Blatt. Das wäre hier einmal das Excel-Blatt Fehler 06, kleines Kassenbuch. Da zeige ich drauf auf den Text auf dem Minifenster und klicke die linke Maustaste. Jetzt befinde ich mich, wo befinde ich mich jetzt? In dem falschen Arbeitsblatt. Ich bin immer noch hier in diesem Arbeitsblatt. Ich wandere noch einmal runter. Irgendwas hat noch nicht geklappt. Aha, ich habe dieses Feld hier nicht geschlossen in der Datei kleines Kassenbuch, wo ich hier die Spaltenbreite hier mir herauskopiert habe. Habe ich mir zwar den Wert kopiert, aber ich habe hier dieses nicht abgebrochen, hier diesen Vorgang, und damit kann ich dieses Fenster hier nicht verlassen. So, wenn ich jetzt noch einmal hier runter wandere in die Tastleiste und hier rüber wandere zu meinem anderen Excel-Dokument, dann wäre das einmal hier die fehlerhafte Datei, Fehler 06. Da klicke ich einmal drauf und ich hatte gesagt, ich wollte hier in der fehlerhaften Datei hier einmal die Spalte D einmal draufklicken, denn hier möchte ich die Spaltenbreite ändern. Ich zeige also hier auf die Spalte D mit dem Mauszeiger,
klicke dann die linke Maustaste und habe damit die gesamte Spalte demarkiert. Und jetzt klicke ich die rechte Maustaste und wandere einmal auf Spaltenbreite und klicke dann die linke Maustaste. Jetzt steht hier ein fehlerhafter Wert eben, weil ich ja hier diese Spaltenbreite verändert habe. Und wenn ich die jetzt hier wieder original einfügen will, dann brauche ich eigentlich nur hier drauf zu zeigen mit dem Mauszeiger, die rechte Maustaste klicken und aus dem Kontextmenü einmal auswählen, einfügen und wieder die linke Maustaste drücken. Jetzt steht dieser gleiche Wert hier für die Spalte D, denn die Spalte D habe ich ja hier markiert und die Spaltenbreite bezieht sich also auf die Spalte D. Deswegen kann ich einmal auf OK zeigen, auf die Schaltfläche OK und die linke Maustaste drücken. Jetzt habe ich hier schon einmal die Original-Spaltenbreite für die Spalte D. Das Ganze mache ich jetzt einmal für die Spalte E. So, dazu muss ich aber wieder wechseln, hier zu meiner Originaldatei, Excel-Datei, die habe ich hier unten in der Tastleiste drin. Und wenn ich jetzt hier wieder wandere auf dieses Mini-Fenster oben auf den Schriftzug, kleines Kassenbuch, dann befinde ich mich jetzt hier wieder auf meiner Quelldatei, kleines Kassenbuch. Und hier geht es um die Spalte E. Da zeige ich drauf, klicke die linke Maustaste, klicke dann die rechte Maustaste und wähle wieder aus Spaltenbreite. Das wäre also das Original. Hier steht also 10,78. Da zeige ich einmal drauf mit dem Mauszeiger. Klicke dann die rechte Maustaste und wähle einmal aus Kopieren. Und klicke dann die linke Maustaste. Jetzt befindet sich das im Computer Zwischenspeicher. Ich müsste jetzt hier diesen Vorgang abbrechen, denn ich will ja hier nichts verändern. Ich zeige auf Abbrechen und klicke die linke Maustaste. Damit kann ich jetzt dieses Dokument, kleines Kassenbuch verlassen. Ich wandere wieder zurück zu meinem fehlerhaften Dokument hier, Fehler 06, kleines Kassenbuch. Und jetzt zeige ich wieder auf die Spalte E in der Zieldatei, klicke die linke Maustaste, klicke die rechte Maustaste, wähle wieder aus Spaltenbreite, klicke die linke Maustaste und hier steht 10,78. Und wenn ich jetzt einmal die rechte Maustaste klicke und einmal auswähle einfügen und dann wieder die linke Maustaste drücke, dann wird also der Originalwert, der hier stand, einmal überschrieben mit dem Wert, den ich aus dem kleinen Kassenbuch aus der Originaldatei habe. Also diese Spaltenbreite war identisch noch, die habe ich jetzt so gelassen und jetzt geht es noch einmal um die Spalte F. Dazu wechseln wir wieder zu der Quelldatei. Die Quelldatei war ja hier unten in der Tastleiste, die Datei kleines Kassenbuch, das ist ja die Originaldatei und hiermit kann ich ja auch dann sagen, dann habe ich auch hier die Originalspaltenbreite. Ich zeige also hier einmal drauf auf die Spalte F, klicke die linke Maustaste, klicke wieder die rechte Maustaste, wähle einmal aus Spaltenbreite und klicke die linke Maustaste. Hier steht wieder der Wert 10,78. Ich drücke jetzt einmal die rechte Maustaste, weil ich bleibe mit dem Mauszeiger hier auf den markierten Wert. Klicke die rechte Maustaste, jetzt habe ich dieses Kontextmenü und wähle einmal aus Kopieren. Dann breche ich wieder den Vorgang denn ich will ja hier in der Originaldatei gar nichts verändern, sondern ich möchte den Wert der Spaltenbreite, den ich ja hier kopiert habe aus der Originaldatei, kleines Kassenbuch, hier oben. Das ist ja die richtige Bezeichnung, steht ja da. Und ich wandere wieder rüber in die Tastleiste und wechsle wieder zu meinem fehlerhaften Dokument, zu Fehler 06, kleines Kassenbuch. Und jetzt geht es einmal um die Spalte F. Da zeige ich einmal drauf, klicke die rechte Maustaste, um das Kontextmenü zu erhalten, zeige auf Spaltenbreite und klicke dann die linke Maustaste. Jetzt habe ich hier wieder den Wert stehen, 10,78, der auch vorher schon richtig war, aber ich möchte das Ganze wieder einmal nochmal einfügen, denn ich könnte mich ja verlesen haben. Ich klicke die rechte Maustaste, wähle wieder aus Einfügen. Jetzt wird dieser markierte Wert überschrieben mit dem neuen Wert aus dem Original. Kleines Kassenbuch. So, und wenn ich jetzt auf OK gehe, dann habe ich jetzt meine fehlerhafte Datei wieder einmal hergestellt. Und deshalb würde ich einmal sagen, bevor ich jetzt wieder etwas verkehrt mache, zeige ich einmal hier oben auf Speichern. Und speichere jetzt damit diese Datei mit der wiederhergestellten Spalte Art
und den ganzen richtigen Spaltenbreiten speichere ich einmal erneut ab. Die andere Datei hier, die Originaldatei, die brauchte ich jetzt dann in diesem Fall nicht mehr. Hier ist die Originaldatei, kleines Klassenbuch für ältere Excel-Version. Die könnte ich dann jetzt schließen und könnte weiter nur mit dieser einen Datei weiterarbeiten. So, jetzt möchte ich Ihnen nochmal zeigen, dass das Ganze auch einmal passieren kann, hier bei einer Zeile hier. Ich wechsle jetzt einmal hier in die Zeile hier Einnahmen- und Ausgabenliste vom kleinen Kassenbuch. Und ja, ich nehme, glaube ich, mal lieber die fehlerhafte Datei, damit ich das Original einmal behalte. Ich gehe nochmal auf die Datei Fehler 06 und ich wandere einmal hier zur Einnahmen- und Ausgabenliste. Und denn hier sieht man das am besten. Ich habe jetzt einmal hier eine Spalte, eine Zeile hier in diesem Fall, wenn ich hier einmal drauf zeige, wo die 5 steht zum Beispiel und klicke hier einmal rein, dann sehe ich hier, ich habe hier eine Spalte Beitragsanteil vom Bundesverband. So, hier würde das natürlich eher auffallen, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Spalte 3 hier wegmache, hier die Art Nummer 3, das wäre ja hier die Excel-Zeile 7, das steht ja hier, an dieser Stelle steht ja die 7. Und wenn ich diese Zeile jetzt einmal hier schmaler machen würde, indem ich aus Versehen hier drauf käme mit dem Mauszeiger und dann hier klicke und dann hier das Ganze zusammenschiebe, dann gibt es plötzlich keine Art Nummer 7 mehr. Ich kann das natürlich noch mehr zusammenschieben. Ja, jetzt habe ich sogar noch mehr weg hier. Wenn ich jetzt also schaue hier, mir fehlt plötzlich die Möglichkeit hier, diese Art Nummer hier zu sehen. Eingeben kann ich sie, denn sie ist ja nur nicht eingeblendet. Wenn ich jetzt also wandern würde, einmal zu der Einnahme Art 3 irgendwas reinschreiben würde im Kassenbuch, hier einen Betrag. Ich schreibe mal einmal, das ist hier eine Einnahme. Ich schreibe einmal, das wäre hier Einnahme Kasse. Hätte ich einmal 100 Euro oder was schreibe ich denn? 500 Euro mal 500 Euro. So, dann zeigt er mir hier natürlich erst einmal an, Fehler hier, Eintrag fehlt in Spalte der Ein- und Ausgabe. So, und wenn ich jetzt hier auch zum Kassenbericht hingehe, dann habe ich bisher unter der Art Nummer 3 hier noch keine Werte. Und wenn ich jetzt also diese 3 hier vermerke als Artnummer in dem Kassenbuch, dann würden hier diese 500 Euro, die ich gerade hier eingegeben hatte, waren das 500 Euro, ja, für die Art Nummer 3, wenn ich hier die Art Nummer 3 reinschreibe, dann wird hier auch der Text stehen und es würde auch hier gerechnet werden in dem Kassenbericht, würde auch als Summe hier dazu addiert werden zu der Spalte 3, aber trotz alledem ist diese Sache hier nicht drin enthalten, hier mehr. Ich habe hier in dieser Zeile hier von diesem Arbeitsblatt Einnahmen Ausgabenliste fehlt mir die Art Nummer 1, 2 und 3. Die Art Nummer 2 und 3, die fehlt mir. Wenn ich die also wieder haben will, müsste ich das wieder so machen, dass ich die letzte sichtbare Art hier, das wäre also einmal hier die Art Nummer 1 hier, für diese Zeile hier, wenn ich hier also drauf zeige und die linke Maustaste drücke, dann ist das die letzte sichtbare Zeile. Und bis zur nächsten sichtbaren Zeile würde ich dann hier einmal die linke Maustaste weiterhin gedrückt halten und dann hier runterziehen bis zu der laufenden Excel-Zeile 8. Das wäre also dann jetzt alles, was zwischen der Art Nummer 1 und 4 liegt. Das hätte ich jetzt einmal damit markiert. Und wenn ich jetzt einmal hier in diesen markierten Zeilenbereichen hier ganz vorne rein zeige mit dem Mauszeiger und einmal die rechte Maustaste drücke, dann könnte ich zum Beispiel einmal auswählen Einblenden. So, und jetzt würde hier einmal dann diese Art eingeblendet. Was habe ich jetzt bisher eingeblendet? Ich habe jetzt allerdings nur eingeblendet einmal die Einnahme Art 1, die Einnahme Art 2 und hier die Einnahme Art 3. Die sehe ich hier im Moment noch nicht, aber die ist hier schon auch schon sichtbar. Nur wie breit sie jetzt ist, das könnte ich jetzt selber bestimmen. Jetzt könnte ich hier sagen, zum Beispiel, wenn das hier jetzt nicht so wichtig wäre, wie groß das jetzt ganz genau ist, könnte ich jetzt natürlich einmal sagen, ich könnte jetzt hier diese Zeile hier so weit im Tier hochschieben, dass das hier reinpasst in dieser Zeile hier, wenn mir das ausreicht, dann könnte ich das also auch so machen. Ich brauche nicht immer das Original zum Vergleich nehmen.
So, jetzt hätte ich also einmal die Art Nummer 1, die Art Nummer 2, die Art Nummer 3 und die Art Nummer 4 und die anderen folgen dann auch. Das habe ich jetzt also einmal hier. Dass hier die 7 fehlt, ist ein Versehen desjenigen, der hier dieses gemacht hat. Nur ich kann diese 7 leider nicht einfügen, weil ich dann hier die Fehlermeldung kriege, dass diese Zelle schreibgeschützt ist. Also deswegen, wie gesagt, in einem anderen Video hatte ich gezeigt, dass man stattdessen vielleicht hier einmal als Zeile 9 nehmen könnte, Einnahmen, Sonstiges und könnte dann hier statt der nicht zu gebrauchenden Art 7 dann einmal die Art Nummer 9 dafür gebrauchen, um eben diese Summenbildung für die Einnahme Sonstiges einmal zu erstellen. Einnahme Sonstiges gleich Ersatz Art Nummer. So, das könnte ich jetzt vielleicht dann noch einmal hier als Anmerkung reinmachen. So, und jetzt hätte ich dann einmal damit hier das wieder erstellt, die fehlende Zeile. So, wie gesagt, also hier würde das sofort auffallen in diesem Arbeitsblatt, aber hätten Sie jetzt zum Beispiel einmal in dem Kassenbuch einmal irgendwo zwischendurch hier eine Zeile, hier zum Beispiel die Zeile Nummer 33 hier, dann könnte das natürlich sein, wenn Sie das hier so zusammenschieben, dass das Ihnen gar nicht auffällt und diese Zeile wird natürlich auch nicht ausgedruckt und infolgedessen, wenn dann eine Kassenrevision stattfindet zum Jahresanfang mit den Revisoren des Ortsverbandes, dann würde das zum Beispiel auffallen, dass die laufende Nummer 33 fehlt. Und ja, dann, wenn Ihnen das dann erst auffällt, die Werte als solches, die sind ja richtig, hatten wir ja festgestellt, denn diese Zeile ist ja nur nicht eingeblendet. Also dann schauen Sie einmal noch einmal drüber, bevor Sie die Kassenprüfung haben und bevor Sie das Ganze ausdrucken, ob wirklich jede laufende Nummer hier von dem Kassenbuch und von den anderen Blättern vielleicht vorhanden ist oder eben auch jede Spalte oder ob durch ein Versehen irgendeine Spalte einmal fehlt. Hier gibt es tatsächlich aber auch, ich mache das jetzt noch einmal hier in der richtigen Art jetzt, ich markiere einmal die Zeile 41, Excel-Zeile 41 für die laufende Nummer 32, tippe ich einmal drauf, ziehe das runter bis zur laufenden Nummer 43, laufenden Zeilen Nummer 43. Jetzt habe ich also markiert zwischen laufenden Nummer, die Spalte heißt ja laufende Nummer, 32 und 34, das ist hier markiert. Und wenn ich jetzt hier drauf zeige auf diesen markierten Bereich mit dem Mauszeiger, die rechte Maustaste betätige und einmal hier eingebe, einblenden zeige und die linke Maustaste drücken, dann würde das hier wieder erscheinen und in diesem Fall hier sogar in der gleichen Spaltenbreite. Denn wenn ich hier einmal drauf zeige auf 32, markiere die Zeile, rechte Maustaste und auf Zeilenhöhe zeigen würde, dann sehe ich hier 23,4, ich breche das ab, gehe auf die Zeile 33, zeige wieder auf Zeilenhöhe und sehe hier dann, oh, 24,6. Oho. Und hier, was habe ich denn hier für die Zeile 34, Zeilenhöhe 24,9. Oh, habe ich die alle unterschiedlich? Abbrechen. Mache ich doch mal gucken. Ah ja, doch, man sieht, dass es hier einen Unterschied gibt. Und zwar die Zeile 31, rechte Maustaste, Zeilenhöhe. Hat 24,9. Das markiere ich jetzt einmal. Steuerung kopieren und dann einmal auf Abbrechen. So, jetzt sage ich einmal von 40 bis 44 markiere ich einmal, drücke die rechte Maustaste und gehe einmal auf Zeilenhöhe. So, und jetzt habe ich ja das Markierte schon im Computer-Zwischenspeicher. Ich zeige nur in diesen Bereich rein, wo ich etwas einfügen will. Klicke einmal die linke Maustaste als Beispiel. Klicke die rechte Maustaste, gehe auf Einfügen. Jetzt wird dieser Wert genommen für alle Zeilenhöhen, die ich markiert habe. Das wären also von der laufenden Nummer 31, 32, 33, 34. Wenn ich jetzt auf OK zeige und die linke Maustaste drücke, haben alle diese Zeilen hier, die ich markiert habe, hier die gleiche Breite. Ich will das Ganze jetzt einmal versuchen, etwas übersichtlicher zu sehen. Dazu drücke ich einmal die Steuerungstaste und halte sie gedrückt und ziehe einmal die Mausrädchen nach unten und dann sehe ich, wenn ich das hier etwas verkleinere, dass hier tatsächlich eben diese Felder jetzt, die ich hier markiert habe, die Zeilen
mit der laufenden Nummer 31 bis 34 wirklich augenscheinlich zumindest hier gleich groß sind. Und damit das Ganze hier auch so bleibt, ganz wichtig, einmal auf Speichern gehen, damit ich hier wieder alles so hergestellt habe, wie es am Anfang war. So, noch einmal als Anmerkung, im Arbeitsblatt Einnahmen-Ausgabenliste, da gibt es schon etwas, was wirklich fehlt, und zwar, denn hier gibt es zum Beispiel einmal die Spalte C und dann die nächste Spalte wäre die Spalte E. Da ist es einem gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt diese einmal auf die Spalte C gezeigt, die linke Maustaste gedrückt und nach Spalte E hingeführt einmal. Und wenn ich jetzt einmal dann nachdem ich diese beiden Felder ja markiert habe, hier einmal die rechte Maustaste drücke und einmal auf Einblenden gehe, dann sehe ich, dass es hier tatsächlich hier noch eine Spalte gibt, die hier versteckt ist. Die enthält aber hier die gleichen Werte wie an dieser Stelle hier. Wenn ich hier also mal reinklicke, dann sehe ich hier, die bezieht sich eben auf dieses Feld B8 hier. Das wäre also dieses Feld hier, wo die 4 hier vorne steht. Dieser Inhalt wird hier wiederholt und man hat sich halt gesagt, diese Spalte brauche ich deswegen nicht zu zeigen und man hat eben diese Spalte aufgrund dessen ausgeblendet. Ich kann diese Ausblendung dann natürlich hier wieder so machen, indem ich einmal jetzt hier auf diese Spalte einmal zeigen würde, würde die rechte Maustaste drücken und würde einmal sagen, ausblenden. So, jetzt stört mich diese Spalte nicht mehr. Ja, ich habe gerade Zeile gesagt, jetzt stört mich diese Spalte nicht mehr. Die ist jetzt dann weg. So, ich würde einmal sagen, das soll es erst einmal gewesen sein. Zu dem Fehler, da fehlt doch was. Fehler 06, da fehlt doch was. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.